Hier ist die Szene, hier verletzt sich Booker. Achtet auf ihn. Habt ihr das gesehen? Wie er sich hinten an den Oberschenkel gefasst hat? Das ist die Hamstring. Was geht ab, Leute? Back-to-back Phoenix Suns Spielberichte hier. Die Phoenix Suns und die Pelicans gestern in Game 2. Es war Licht und Schatten. Auf der einen Seite, die Pelicans gewinnen das Ding, haben eine herausragende Teamleistung, haben eine absolute MVP-Leistung von Brandon Ingram, der 37 Punkte droppt, dabei unglaublich klatsch ist und die Serie eben ausgleicht 1:1. Auf der anderen Seite hast du den Schatten bei den Phoenix Suns, die ich gestern noch so gelobt habe und gesagt habe, ey, ich freue mich so sehr, die wieder in den Finals zu sehen, und ich glaube tatsächlich, dass sie dieses Jahr die besten Chancen haben, Champion zu werden. Was passiert dann aber gestern Nacht in dem Spiel im dritten Viertel? Devin Booker verletzt sich an der Hamstring. Das ist der hintere Oberschenkel. Da hat er wahrscheinlich jetzt eine Zerrung oder zumindest eine Verhärtung, so wie es bisher berichtet wird. Und wir wissen leider, dass Hamstring-Injuries eine ganze Weile dauern, bis sie verheilt sind. Und vor allem sind das auch Verletzungen, die immer wieder aufgehen können. Also der kann jetzt sich komplett perfekt rehabilitieren, alle Maßnahmen machen, super auf sich achten, und dann kommt eine ähnliche Situation in einem anderen Spiel und zack ist die Verletzung wieder auf. Wir sprechen gleich noch ein bisschen ausführlicher in den Highlights, wenn dann die Verletzung auftaucht. Ich will nur noch mal betonen, das war ein herausragendes Basketballspiel. Es hat unglaublich Spaß gemacht, sich das anzugucken. Die erste Halbzeit komplett von Devin Booker dominiert, gucken wir gleich. Und dann die zweite Halbzeit, wirklich ein sehr, sehr starker Schlagabtausch. Und ey, die Pelicans haben echt Kampfgeist bewiesen. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie ein Spiel in Phoenix gewinnen können. Wir gehen jetzt mal in die Highlights. Und ihr seht schon, dass wir hier eine Bildeinstellung leider haben. Das war aber bei allen Highlight-Videos so, die ich aktuell gefunden habe. Ich nehme relativ schnell nach dem Ende des Spiels gerade auf. Dementsprechend habe ich leider nur aktuell dieses Video. Das ist nur im ersten Viertel so. Und ich habe mir deswegen gedacht, nachdem das erste Viertel auch komplett ausgeglichen war, ich glaube 28:30 oder so, springen wir einfach ins zweite Viertel, beziehungsweise einfach hierhin, 2:48. Denn ab hier haben wir dann die normale Bildeinstellung. Und damit, finde ich, kann man das Spiel ein bisschen besser genießen. Finde ich immer schade, wenn dieser Run-Zoom-Effekt gewählt ist. Keine Ahnung, wer so sich ein Basketballspiel angucken möchte. Man sieht, dass gestruggelt wurde beim Shooting von beiden Teams, aber wir werden gleich noch genug Zeit haben, um über die Defense zu reden. Aber ich fand es schon sehr beeindruckend, und wir haben gerade das schlechte Shooting gesehen. Insgesamt, die Pelicans haben sich total gesteigert. Sie haben ja im ersten Spiel relativ schlecht geworfen, irgendwie 38% aus dem Feld und sowas. Hier sehen wir übrigens Booker gerade voll am Dominieren, was so traurig ist jetzt, wo man weiß, er hat die Verletzung. Und witzig auch, dass ich gesagt habe, er ist kein Dreier-Shooter gestern in meinem Spielbericht, und jetzt hat er schon wieder irgendwie 7 oder 8 Dreier geballert. Ich habe gerade einmal für euch nachgeguckt, 7 von 11 hat er getroffen, und das ist alles in der ersten Halbzeit, Mann. Was ist da los? Jedenfalls, auch wenn ich gerade Booker viel lobe, die Pelicans haben sehr, sehr gut abgeliefert. Und hier gibt es dann den Fistbump für das Baby. Haben die das mit drauf? Ah, jetzt haben die das hier echt nicht mit drin? So, Leute, ihr wisst doch, I got you. Wenn die das da in dem Video nicht haben, mache ich einfach ein anderes Video auf. Hier gab es den kleinen Fistbump für dieses Baby. Jetzt aber zurück ins Spiel und ins zweite Viertel. Ich glaube, den Shooting-Punkt hatte ich jetzt weit genug ausgeführt, hoffe ich zumindest. Also die Suns, die Pelicans haben deutliches Shooting verbessert jetzt in diesem Game. Wir werden das vor allem in der zweiten Halbzeit dann sehen. Und insgesamt haben die Pelicans viel kompetitiver gewirkt in diesem Spiel. Es gab viel mehr so hin und her zwischen beiden Teams, fand ich. Im ersten Spiel war schon sehr, sehr krass diese Suns-Läufe immer. Und dann kamen die Pelicans ja nur einmal kurz noch zurück. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass die da noch groß gewinnen können. Aber jetzt in diesem Spiel, fand ich, war das deutlich ausgeprägter von beiden Mannschaften. Und es war einfach ein bisschen ausgeglichener. Aber muss man halt auch sagen, wenn die ganze zweite Halbzeit dein bester Spieler fehlt oder mindestens dein zweitbester Spieler bei den Suns, dann ist es natürlich auch etwas leichter, sich dort dann den Sieg zu holen. Aber ich will gar nichts wegnehmen von den Pelicans, die haben wirklich sehr, sehr nice gespielt. Ich habe das Gefühl, es ist hier im Moment nur Phoenix Highlights, aber so war es auch zeitweise. Ja, es ist echt nur Phoenix. Also ich hoffe, das ist gerade nur Zufall, weil ja, Booker hat krass abgeliefert, der hat auch einen guten Run dann. Aber das ist ja hier echt dauernd nur Phoenix Highlights. Ja, nicht, dass wir hier aus Versehen im falschen Video gelandet sind, glaube ich aber gar nicht, weil wir hatten ja am Anfang auch ein bisschen Perls. Auch ein bisschen Perls mit drin. Hier Fehlwurf, guter Hustle, und dann ist es wieder Booker. Das fand ich so nice, dass er dann da auch den Dreier genommen hat. Ey, wie bitter ist das, Mann? Das tut mir richtig weh gerade. Devin Booker, ich sag mal,
mindestens für die nächsten 2 Spiele raus. Bei einer Hamstring-Injury, ich weiß, Vorhersagen sind da ganz schwierig zu treffen und ich will es eigentlich auch nicht sagen, aber also wer hat eine Hamstring-Injury? Übrigens, wir bräuchten echt mal ein deutsches Wort dafür, weil das nervt mich immer ein bisschen, dass man immer Hamstring sagen muss, weil hinterer Oberschenkel ist irgendwie so krass nicht medizinisch. Hamstring klingt einfach gut. Was ist das für eine Sehne? Kann gerne mal jemand in die Kommentare schreiben, was man da verwenden könnte als Formulierung. Das ist einfach eine Verletzung, die braucht er. Die braucht so krass. So, warte mal, hier hatten wir gerade die Quoten. Genau, also das hier war die Dreierquote. Müsste aber aus beiden Vierteln sein, oder? Die haben keine 15 Dreier genommen in einem Viertel nur. Müsste aus beiden sein. Also da sieht man schon, dass sich das Shooting dann deutlich verbessert hat. Das ist wieder Booker, stand da zwar auf der Linie. Und er hat gleich noch einen, um die Halbzeit damit zuzumachen. Also Booker war eine Maschine in dem Game. So, jetzt kriegen wir endlich mal wieder ein Pelz-Highlight, nämlich CJ mit dem Bucket, der auch besser gespielt hat in diesem Spiel. Ich habe seine Quote gerade nicht, aber er hat auf jeden Fall besser geworfen als im ersten Spiel. So. So beendet man eine Halbzeit, Mann. Und jetzt passiert es dann bald, dass er im Fastbreak halt zurückrennt, also in der Defense zurückrennt, versucht einen Fastbreak zu stoppen und dabei passiert es leider, dass er sich da verletzt. Was jedem Basketballspieler passieren kann, aber was einfach so eine ätzende Verletzung ist. So, und jetzt kommt auch so ein bisschen, jetzt fängt es langsam an mit der Brandon Ingram Show. Also die Pelicans waren down mit, ja, nicht viel eigentlich, 2-3 Punkten. Und, ey, Chris Paul, auf keinen Fall die gleiche Leistung wie im letzten Game. Ist aber auch nicht verwunderlich, er ist einfach schon ein bisschen älter, da kann man nicht jede Nacht irgendwie erwarten, dass er dir 30 gibt. Und Charles Barkley meinte auch nach dem Spiel, fand ich einen ganz coolen Satz, da meinte er, ey, wenn man im gewissen Alter ist, dann braucht man immer so 1-2 Spiele Recovery, nachdem man so ein starkes Spiel hatte. Ich hoffe zwar nicht, dass die Suns das wirklich brauchen, weil Chris Paul jetzt natürlich umso wichtiger ist, jetzt wo Devin Booker fehlt. So, das hier war noch nicht die Aktion. Hier gab es so Back-to-Back-Dunks von Jackson Hayes. Der hatte auch eine geile Sequenz mit Mikal Bridges, wo sie sich gegenseitig geblockt haben. Das hat auch extrem Bock gemacht. Boah, Bridges war auch so gut in dem Spiel, ey. Herausragende Defense, Top-Quoten, alles da. So, hier ist... Ah, nein! Okay, warte. Vielleicht bekommen wir die Szene auch gar nicht, aber diese Back-to-Back-Blocks haben auf jeden Fall gebockt. Hier ist die Szene, hier verletzt sich Booker. Ah, achtet auf ihn. Habt ihr das gesehen, wie er sich hinten an den Oberschenkel gefasst hat? Das ist die Hamstring. Das bedeutet leider höchstwahrscheinlich ein paar Spiele raus. Davon kommt er meiner Meinung nach jetzt nicht einfach im nächsten Game zurück. Einfach zurückgerannt und... Oh Mann, Alter, bitter. Bitter, bitter, bitter. Aber wir haben hier noch ein Spiel zu spielen. Das dritte Viertel ist gleich vorbei. Es ist mehr oder weniger ausgeglichen, das Game. Brandon Ingram bringt sie nach vorne jetzt mit 6 Punkten insgesamt. Aber die Suns gehen da jetzt auch nicht weg. Larry Nance Jr. wieder stark. Der sowieso halt die ganze Zeit jetzt schon gut gespielt hat gegen die Suns. Oh, perfekt gespielt. Ich liebe diesen Team-Basketball der Suns. Cam. Von Cam haben wir gar nicht viel gesehen, glaube ich, in dem Spiel. Oder zumindest bisher auch in den Highlights gar nichts. Oh, so perfekt gespielt, ey. JaVale McGee, ich glaube, 4 von 4 in dem Game. Ist es nicht krass, wie JaVale McGee so lange einfach so eine Lachnummer war in der NBA? Und dann kommt er aber in die richtigen Franchises, einmal zu den Warriors. Bei den Lakers hat er, glaube ich, auch den Ring damals gewonnen in der Bubble und jetzt bei den Suns. Und wenn du ihn in die richtige Franchise steckst, dann kannst du so viel mit dem erreichen, weil er einfach auch ein sehr, sehr fast schon einzigartiger Spielertyp heutzutage ist. Weil wer ist wirklich so lang auf dem Feld und noch so athletisch? Also hier haben wir Book jetzt auf der Bank. Mann, Mann, Mann. Ah, nervt mich das. Ja gut, also wir haben das ja schon besprochen, was das war. Deswegen skippe ich das jetzt mal ein bisschen vor.
Übrigens die Pels gar nicht so viel, also klar immer noch mehr Points in the paint als die Suns, aber ich finde, sie haben viel besser ihre Jumper getroffen und mussten dementsprechend gar nicht so viel in die Zone wie im ersten Spiel. Und wie es immer ist, wenn ich gerade was sage, dann passiert genau das andere auf dem Feld. McCollum mit dem schönen Layup direkt am Brett. Nice. Genauso muss es sein. So, McCollum. Es war ein krasses Shootout teilweise. Also wir bekommen das jetzt hier leider nicht ganz so mit den Highlights. Ich habe echt gesucht, aber es gab leider noch nicht so viele. Beim nächsten Mal nehme ich vielleicht ein bisschen später auf, damit wir einfach bessere Highlights bekommen. Aber das war so ein geiles Hin und Her die ganze Zeit. Genau, Crowder mit dem Bucket, mit dem Dreier. Und jetzt müsste eigentlich auf der anderen Seite direkt wieder der Dreier fallen. Also das war schon sehr heftiges Niveau. Ja, guck dir das an, was das für ein Wurf ist von Ingram. Also können wir auch mal drüber reden, dass Ingram einfach eine absolute MVP-Performance da abgeliefert hat. Und da freue ich mich dann wieder, dass wir ein Matchup haben, der erste Platz gegen den achten Platz, der nur übers Play-In reingerutscht ist. Weil hier sehen wir jetzt einen jungen Spieler auf der größten Bühne. Und ganz ehrlich, kein Mensch hätte mitbekommen, wie gut Brandon Ingram in dieser Saison ist, wenn er jetzt nicht in dieser ersten Runde gegen Phoenix spielen würde. Man hätte das einfach so nicht mitbekommen. Und deswegen freue ich mich für ihn, dass er da wirklich hier die große Bühne bekommt gegen Phoenix. So, Chris Paul mit dem Dreier. Wenn ihr so ein bisschen auf die Zeit achtet, dann merkt ihr, dass es echt immer hin und her war von den Possessions. Da war nicht viel Zeit dazwischen. Ja, und dann ist es aber vorbei. Und die Pels machen das. Krass. Pels machen es. Das ist auf jeden Fall das Licht. Aber der Schatten halt die Verletzung. Und es ist echt schade. Der einzige Lichtblick, den ich habe, ist, dass die Suns so ein bisschen daran gewöhnt sind, dass sie mit verletzten Stars spielen müssen und diese Verletzungen oder diese Ausfälle dann kompensieren müssen. Und es gelingt ihnen eigentlich auch meistens ganz gut. Dafür sind sie einfach tief genug besetzt und gut genug gecoacht. Und es wird jetzt auch der Fall sein. Ich mache mir trotzdem weiterhin keine Sorgen jetzt, dass sie diese Serie gegen die Pelicans gewinnen, auch wenn es natürlich ein bisschen schwerer wird. Aber ich glaube, dass sie die Möglichkeit haben, die Pelicans wieder zu schlechteren Wurfquoten zu zwingen. Ein paar Justierungen vorzunehmen und dann sollte das Ganze eigentlich trotzdem in 5 Spielen zu Ende sein. Also es würde mich jetzt schon überraschen, wenn die Pelicans mehr als 1 gewinnen. Ich finde es krass, dass sie das eine jetzt gewonnen haben, aber lass die Suns mal wirklich jetzt mit einem neuen Gameplan und zu wissen, okay, Booker ist einfach nicht da und wir müssen ohne ihn spielen, lass das mal passieren, dann glaube ich nicht, dass die Pelicans dann noch 1 gewinnen können oder die Suns nochmal so untergehen würden, was heißt untergehen, aber halt verlieren würden. Also Suns-Fans, nicht den Kopf hängen lassen, es ist blöd, verstehe ich, mich nervt es auch, aber warten wir mal ab, wie schlimm es ist, wann er wieder zurückkommt und vielleicht haben wir Glück und es ist wirklich eher eine krasse Vorsichtsmaßnahme, als dass es jetzt eine super schlimme Verletzung ist. Das wäre ja eigentlich das Wünschenswerteste. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt von mir. Ich glaube, ich habe aber nicht einmal zum Beispiel in diesem Video gerade Jonas Valanciunas erwähnt, der wieder ein sickes Double-Double hatte. Insgesamt die Pelicans sehr, sehr gut gespielt, will ich einmal hervorheben, aber auch die Suns. Es ist einfach Basketball auf sehr hohem Niveau auf beiden Seiten. Deswegen, wenn ich jetzt hier und da einen Spieler nicht so sehr erwähnt habe, dann seht mir das nach. Und wenn ihr Bock habt, seht mich im nächsten Spielbericht. Und heute kommen noch 2. Das war es jetzt aber erstmal von mir. Danke euch, Leute. Haut rein. Peace.